Ja, ich möchte heute zu euch über den März sprechen. Natürlich nicht über den Monat, sondern über den Traumtänzer im Deutschen Bundestag. Ich bin mir absolut sicher, trotzdem er eine Annäherung an die Grünen versucht hat und mit Pistorius und Strack-Zimmermann gemeinsame Sache gemacht hat, wird er seiner Partei aber mit Sicherheit einen riesen Bärendienst erwiesen haben. Denn das, was der bis jetzt getrieben hat, als er geschrien hat, wir müssen schnell Taurus liefern, das habe ich einfach nur mit Verwunderung wahrgenommen. Weil ich verstehe auch nicht, dass diese CDU, und darum sage ich das hier noch einmal laut und deutlich, diese CDU immer noch 30% hat, wo dieser Narr und Wahnsinnige definitiv nur Schaden anrichtet. Und der Micha sagte das ja schon, eine wundersame Wandlung bei unserem Olaf Scholz, vom Saulus zum Paulus. Es ist sehr erstaunlich. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, wieso kann der sich dann plötzlich so schnell drehen und zum Friedenskanzler werden? Ich bin persönlich der Überzeugung, dass der sowohl aus Moskau entsprechende Nachrichten gekriegt hat, dass er seine Finger von diesem Unfug zu lassen hat, als auch aus Amerika. Denn wenn dort ein Donald Trump immer mehr auf dem Vormarsch ist, dann wird der meiner Meinung nach frisch gespritzte Biden wahrscheinlich jegliche Chancen verlieren. Dafür bin ich absolut sicher. So, und das nächste ist, wenn ich mir den Emmanuel Macron anschaue, so stelle ich immer wieder erstaunt fest, dass der gute Emmanuel seine Fremdenlegion gerne verheizen möchte, aber kein Geld bezahlen möchte. Nach dem Motto, ihr dummen Deutschen, macht ihr das mal. Das finde ich natürlich schon ein bisschen traurig, aber vielleicht kriegt ja auch Emmanuel Macron nochmal die Kurve. Und aus diesem Grunde will ich heute auch nicht allzu lange reden, aber in jedem Falle ist das alles eine Situation, von der ich hoffe, wenn dieser Bundeskanzler dann wirklich endlich die Kurve gekriegt haben sollte, dass dann auch dieses ewige Gekaue vom Rechtsradikalismus unterbleibt. Weil das nervt uns alle, glaube ich, am allermeisten. Denn ich sage es hier noch einmal laut und deutlich, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind die Mitte. Danke. Ja.